Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Vurago und diese Therapie hier ist Gosnold. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry 3 und haben in der letzten Folge eine lustige Raketenprüfung gemacht und haben wieder was gefunden im Themenbereich Dolch, und zwar den Dolch. Genau. So. Bug war aber diesmal im Ausgang nicht verfügbar, sondern der würde wollen, dass wir zu ihm kommen. Die Frage, da ist der. So. Weil ich jetzt doch nicht mehr so die Lust habe, jetzt hier das Ganze durch fahrtechnisch, obwohl fahren können wir das relativ fix sogar. Warum eigentlich nicht? Erfahren wir doch mal. Vielleicht erledigen wir unterwegs noch ein bisschen Spaß. Da müssen wir hin. Wir sind da. Mal gucken, gibt es ein Fahrzeug? Ja, in diese Richtung ein Fahrzeug. Das holen wir mal kurz. Wenn nicht gerade der Kasper mir das Fahrzeug geklaut wird. Oh, das Fahrzeug ist auch bewaffnet. Das ist super. Hab der Wildschwein wieder überfahren, wa? So, wir brauchen eine gute Hauptstraße erfolgen. Und bei meinen Fahrskills ist das relativ schnell erledigt. Entweder das Fahrzeug oder wir. Naja, wollen wir mal nicht hoffen. So, geht eigentlich relativ flott zusammen. Da unten sieht man schon die Kilometer zusammenrauschen. Und dadurch, dass wir hier alles befriedet haben, ist das auch gar nicht mehr so wild. Weil es ja niemand mehr da, der uns auf den Sack gehen kann, außer Brücken, die wir nicht treffen. Da war nochmal knapp Geschichte jetzt hier. So, wo müssen wir denn lang jetzt hier gerade? Immer diese Weggabeln, wer stellt die Weggabeln dahin? Alles klar, wir müssen hier lang. So, 800 Meter, das ist ja schnell erledigt. Da haben wir ja schon ganz andere Strecken hinter uns gebracht. So, der hat auch einen Wildschwein oder irgendwas überfahren. Apropos überfahren, so, genau. Wie gesagt, da waren die bewährten Fahrskills. Hier war noch eine Jagdaufgabe. Gucken wir mal rein, was da für Jagdaufgabe ist. Und zwar, die Hunde eines Zwingers sind an der Tollwutter krank. Erledige sie mit der hergestellten. Nee. Das ist so eine Massenvernichtung, das brauchen sie nicht. Ich suche ja immer noch die anderen Aufgaben für die epischen Tiere. Da haben wir noch ein paar offen. Zwar nicht viele, aber ein paar schon. Aber ich kann mich, glaube ich, erinnern an die Tafel, aber schon mal geschaut. Und die Erkenntnis gewonnen, dass da die Hundegeschichte ist, die uns, hoppala, da lang, die uns da angeboten wird, aber die uns nicht weiterhilft. So. Komm mal Sache näher, 700. Hier wird's, da kommen wir gleich richtig näher. Jetzt fahren wir ja förmlich drauf zu jetzt. Hier nichts da drüben, ist mir jetzt egal. Oh. Nur auf 500 Meter. Ging doch schneller mit der Hauptstraße und dem richtigen Fahrzeug. Diese komischen anderen Fahrzeuge hier, diese Golfsverschnitte und sowas, die sind mir echt zu blöd. Die driften immer hin und her. Gut, was habt ihr für Probleme hier? Der ist echt runtergefahren. So ist er. Das ist einfach was. Das glaubt mir ja keiner, wenn ich das erzähle. Da ist der mit seinem Jeep erstmal der runtergefahren. Der einfach gewendet. So. Oh ja, ja. So, also. Kein Wunder, dass die nicht gewinnen. So wie die fahren, wundert mich das nicht. So, hier wäre der Schnellreisepunkt gewesen. Oh. Aber folgt immer. So, erstmal hier rein. Ein bisschen Quatsch verkaufen, ja. Schnellverkauf hier. Jo, weg damit. Und Munition kaufen. Da haben wir ja einiges verballert. Bei den Preisen. So. Okay, Bugs Hütte. Oh nö, sag nicht da oben. Irgendwo. Echt super. Das heißt, er wohnt gar nicht in dem dämlichen Dorf hier. Sondern irgendwo da oben. Das heißt, alles umsonst gewesen hier. Die Frage, wie kommen wir denn da hin? Naja, ganz so schlecht war der Weg dann doch nicht. Waren wir kurz mal einkaufen. Haben ein bisschen an Munition jetzt geholt.
Und Bacilla, die Bacille sozusagen, sage ich mal, wohnt irgendwo da oben. So, mal gucken, ob wir hier raufkommen. Ne, kommen wir immer noch nicht rauf. Ich habe jetzt keinen Bock, das Auto zu holen. Okay. Ah, hier haben wir jetzt eine Häuslichkeit hier. So. In der Hütte wird gequatscht. Mal sehen, was er jetzt hat. Naja, ich traue den immer noch nicht so richtig. Okay. Du hast ihn. Na los, gib ihn her. Erst Keith. Okay. Hinter der Tür. Aber eigentlich brauchen wir den doch. Wenn sie dich ausweiten, dann wenigstens mit Stil. Stell dir vor, damit aufgeschlitzt zu werden, als wenn Shakespeare dich mit der Feder ersticht. Okay, ist das Keith überhaupt? Oh, Keith. Bitte nicht mehr, bitte. Ich flehe dich an. Ich halte es nicht mehr aus. Okay, kommst du mal klar mit der Welt. Jason, du musst mich hier rausholen. Ich flehe dich an, bitte. Hol mich hier raus, Mann. Ich hol dich hier raus, okay? Ja, versprich's mir. Du musst es mir versprechen. Ja, machen wir doch also, gerade. Deswegen, Mann, ich bin dankbar, klar? Und ich würde mich echt gerne bedanken. Ja, mal hoch, ihr bleibt auf dem Maul. So gehört. Du Arsch hast gesagt, wir können nein, gehen. Nein. Was ich sagte war, Keith kann mitgehen, aber du gehst nirgendwo hin. Wir gehen durch diese du Tür. Du gehst, wenn ich sage, du gehst. Ich nehme dich blutig, wenn du willst. Ich mag rohes Fleisch. Okay. Okay. Stirb endlich, du kranker Hurensohn! Okay. Das könnte lustig werden. Quicktime-Events, wie ich die liebe. Und gleich beim ersten Mal gefehlt. Ja. Wie sollte es anders sein? Okay, das Ganze gleich nochmal. Dem reißen wir eigentlich mal den kleinen Schnippel jetzt ab. Und dann klären wir die Sache mal. Okay. Stirb endlich, du kranker Hurensohn! Okay. Das ist so krank. Ihr ist jetzt noch mal schon überstanden. Jetzt werden wir ein bisschen Tastengehämmerer machen. Und das war's dann. Können wir den eigentlich mitzählen? Weil immerhin haben wir einen Bug geschossen. Ach nee, filetiert. Ich hab dich. So. Da ist so Citras gefallen. Es wird wieder gut. Komm mit mir. Ich kenne einen Ort, wo du sicher sein wirst. Ich möchte gar nicht das ausmalen, was der Bug mit dem an Keith überhaupt angestellt hat. Gut. Alle Fälle hat jetzt die Quittung gekriegt und die Sache ist geregelt. Super gelaufen. Ne, nur der Dolch ist ein bisschen schmutzig geworden. Und Quicktime, wir werden gleich beim zweiten Mal geschafft. Ist auch nicht super. Okay, ja. Neue Botschaften. Okay. Daisy, Lisa und Oliver sind hier. Du bist in Sicherheit. Jace, du erzählst ihnen aber nichts, okay? Ist gut. Die Welt ist im Arsch, Mann. Bug war eher wohl dein Arsch. Ich hätte es im Griff. Aber hab ich nicht. Pass auf, du wirst wieder ganz der Alte, ja? Das wird keiner von uns. Hör zu, ich hole Riley, dann sind wir schon bald wieder in Santa Monica. Okay. Hört sich am Plan an. Riley ist tot. Tut mir leid. Er wollte abhauen und wurde erschossen. Ja. Könnte das sein, dass er jemand flunkert, damit er wegkommt? Keith. Bitte. Nicht hey. Riley. Mann, was ist denn mit dir passiert? Ist eine lange Geschichte. Machen wir ihn sauber. Ja, bitte nicht das Arschloch putzen. War schon heute diese Schweine. Hat ihnen einer nicht gereicht? Ich kriege sie. Sie alle. Das schwöre ich.
Okay. Der braucht dringend seine Pillen. Riley ist tot. Du musst das verarbeiten. Bleib doch hier, ich helfe dir. Ich kümmere mich um dich. Das hat nichts mit uns zu tun. Was redest du denn da? Mein Bruder ist tot. Ich muss damit alleine fertig werden. Okay? Okay. Ich bin hier, wenn du willst. So. Und ich bin gleich da draußen und werde jetzt irgendwas töten. Ja, aber ich habe die doofe Vermutung, dass unser lieber Kiester vielleicht geflunkert hat, damit er seine Puppe so schnell wie möglich von der Insel kriegt. Würde mich nicht wundern. Naja. Schauen wir mal. So. Bring den Dolch zu Citras. Genau. Ah ja, wir haben ja Dolches gesammelt. Und der Pillemann-Punkt. Wobei ja nicht mehr wisst, wohin mit dem Pillemann-Punkt. Was haben wir denn hier? Mit Leiter kannst du von oben zwei Gegner aufspießen. Schön. Alles doppelt hier. Nimm einen Gegner seine Pistole ab und töte damit weiterer nahestehende Gegner. Fünffacher XP. Okay, was haben wir denn hier Feines? Medizinspritzen erneuern 6 Gesundheit. Ja, so viel haben wir aber noch gar nicht. So, verringert den Schaden, den du Feuer. Ja, diese ganze Sammelgeschichte bringt uns auch nicht mehr so wirklich was, weil wir haben nämlich so gut wie alles. Du findest mehr Geld, brauchen wir alles eigentlich nicht. Okay, dann gehen wir lieber mal in die Richtung, gucken, was haben wir denn hier. Du kannst mit einer einhändigen Waffe schießen, während du Seilrutsche bringst. Ist jetzt auch nicht so super. Nehmen wir das mal mit, weil irgendwas müssen wir nehmen. Eigentlich braucht man davon fast gar nichts mehr, weil es sind so immer. Und wir wollen jetzt zu Citras. Okay. Komisch, der Geländewagen steht nicht mehr hier. Wie gesagt, ursprünglich stand da nicht mal einer. Wenn man das Spiel gestartet hat, stand der direkt da vorne. Aber ist nicht mehr. So. Da machen wir mal einen Waffencheck hier. Gehen wir mal gut geladen hier. Also, brauchen wir uns nicht beschweren. So. Da fliegt ein Piepmatz. Okay, da unten gibt es noch was zu holen. Sollten wir vielleicht. Junge, ich brauche dein Auto. Raus aus der Karre. Wie breit will ich die mal aussteigen? Stehst du da, sagst du hier, ich will Auto. Schon steigen die aus. Kannst du mal weggehen? Ich will jetzt dein Auto haben. Und übrigens hast du einen Bruder, weil die Fresse haben wir schon öfters gesehen in dem Let's Play. Und die ist ja reines Inzuchtinsel hier. Weil mal Blick auf die Map werfen, wo wir auch hin müssen. Wir sind da. Oh, da können wir noch eine Map-Aufgabe machen. Die alten Marken. Wo? Und nach Citras machen wir da unten. Okay, kümmern wir uns einfach um die alten Marken. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ist eine schnelle, simple Quest. Da braucht man nicht viel machen, außer ein paar Dinge einsammeln. Oh. So. Und außerdem ist die Zeit ja für heute auch fast schon rum. Hoppala, oh. Autowäsche gemacht. Oh, sportlich hier rum. Ja, so langsam war ich den Bogen raus mit dem Geschoss hier. Ohne mal halb alles zu massakrieren. Und sogar auf der Straße zu bleiben, das ist da auch schon mal immer. Dann. Hoppala. Fahren wir mal hier lang hoch. Ignorieren das Gebelle der Hunde. Eigentlich wollte ich da lang. Beziehungsweise beim Wollen ist er auch geblieben. Okay, da wird schon wieder rumgeballert. Der nette Herr hat nämlich da oben eine relativ simple Aufgabe für uns, aber die machen wir heute nicht mehr, weil die Zeit ist nämlich rum für heute. War es das mit unserem Let's Play Far Cry 3? Haben Kies befreit, haben Bug
haben uns einen Bug erdolcht sozusagen. Und das war's. Ich würde sagen, es war erfolgreich. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wie ihr das findet unten in die Kommentare. Wenn ihr das erste Mal hier seid, übrigens herzlich willkommen. Daumen mal oben ab und abonnieren nicht vergessen. Und ich bin MacBurago und sag Servus und Ade.